bei Besucho versucht man es jetzt mit der Kapuze. Auch das hat geklappt. Dementsprechend Shai Moon als letzter Kandidat für den Stall von Uwe Schwinn in Beckingen. Also vorbereitet, alles ist startklar. Endlauf zum Vero Amateurpokal 2020 ist gestartet. Und die Kandidaten, die formieren sich. Lotaria an der Innenseite mit Sindai, mit Taron und an der Außenseite Besuro. Direkt um eine gute Lage bemüht dann Second Sight vor Iniesta. Dann sehen wir Vanguard an der Außenseite, dann Schürkan vor Shai Moon, vor Duz. Dann an der Innenseite Banzai und letztes Pferd ist zunächst einmal Chirina. So geht es, wir müssen ja immer genau zählen, in gut 6-7 Spuren mittlerweile durch den Scheibenstraßenbogen hindurch. Lotaria zeigt den Weg, führt vor Zindai, drückt auf das Tempo. Außen kann es aber Ronny Bonk mittlerweile mit Shai Moon fast am besten. Mit Beginn der Gegenseite, Zindai führt mit exakt einer Länge vor Shai Moon, vor Lotaria, dann Taron. An der Außenseite ist es Besuro, dann Second Sight vor Iniesta, vor Duz, vor Vanguard, dann Schirkan an der Innenseite. Seite Banzai und dann Chirina. So geht es die Gegenseite hinunter an der 1300 Meter Startmarke mittlerweile vorbei. An der Spitze zeigt Zindai den Weg. Zindai führt vor Shai Moon, vor Lotaria. Dann ist es Taron in vierter Position. Fünftes Pferd Second Sight. Sechster ist Iniesta. Siebter außen Besuro. Dann ist es Vanguard. Dann versucht sich Duz zu verbessern, aber dort in äußeren Spuren. Ob das gut gehen kann, das werden wir gleich feststellen. Dann ist es Schürkan. Vor an der Innenseite Banzai und dann Chirina. Ausgangs der Gegenseite ist der Schlussbogen mittlerweile erreicht. Zindai kann an der Spitze nach wie vor schalten und weiten, wie es sein Reiter oder seine Reiterin Silke Brüggemann machen möchte. Dort führt dahinter dann Lotaria, Shai Moon, Second Sight, Taron, Vanguard lässt sich reiten, Iniesta ebenfalls, dann an der Innenseite Banzai, dann Chirina und außen die Pferde, die scheinen auch alle bereits geschlagen. Besuro, Duz und Schürkan, letztes Pferd. Zindai ist immer noch vorne, Lotaria greift aber schwungvoll an, jetzt in der Bahnmitte. Lotaria ganz innen, Second Sight und ganz an der Außenseite Shai Moon, dann Taron und dann an der Innenseite Banzai. Second Sight geht nach vorne, ganz innen mit Lies Dieteren, Second Sight an der Innenseite für Elisabeth Storb. Zindai wehrt sich und Lotaria an der Außenseite, nur noch die drei. Wer hat den längsten Atem? Lotaria an der Außenseite mit Zindai. Innen, dann ist es Second Sight. Zindai oder Lotaria? Lotaria an der Außenseite für das Team um Olli Schnakenberg und Elfi Schnakenberg gewinnt. Dahinter Zindai, dann Second Sight, dann war es Shai Moon, dann Banzai, Vanguard, Taron, Iniesta, dann Schürkan, dahinter dann Besuro, Chirina und Duz. Vorläufiger Einlauf, achtes Rennen des Tages, Endlauf zum Vero Amateurpokal 2020. Siegreich war die 5, Lotaria, Janina Beusen. Zweites Pferd die 9, Zindai, Silke Brüggemann. Drittes Pferd die 6, Second Sight, Lies Dieteren. Und vierter war die 2, Shai Moon, Ronny Bonk. Vorläufig heißt das 5, 9, 6 und die 2. Ja, hier vor dem Hippodrom, da kommt sie zurück, die vorläufige Siegerin im 8. Rennen des Tages. Endlauf zum Vero Amateurpokal 2020. Der Sieg geht nach Jerusalem, genauer gesagt nach Blender in den Stall von Elfi Schnakenberg. Sie ist verantwortlich für die vierjährige Holy Roman Emperor Tochter Lotaria, Besitzer der Stall OTW. Und die Siegreiterin ist Janina Beusen. Ja, Gratulation, Endlauf hier gewonnen vom Vero Amateurpokal. Ja, wie hast du das Rennen von da oben gesehen? War ja auch ein schöner Endkampf am Ende. Also muss man richtig schaffen da oben was.
Ja, ich war total froh über den Rennverlauf eigentlich. Ich sollte mich zwar etwas weiter hinten einordnen, hat aber dann doch geklappt und das Pferd hat toll gekämpft, trotz der Bodenverhältnisse. Ich bin sehr begeistert. Habt ihr beide sehr, sehr gut gemacht. Das ist nochmal euer Applaus und wir sehen uns gleich bei der Siegerehrung. Gratulation, Janina Beusen, auf Lotharia!